Eine Kartoffel, Pomme de terre auf Französisch, ist auf den ersten Blick nichts Besonderes. Aber die Geschichte des Wortes ist alles andere als banal. Unsere Linguistin Waltraud Le Gros erzählt sie uns. Auch der Name der bescheidensten unserer Nahrungsmittel, nämlich die Kartoffel, auf Französisch la pomme de terre, buchstäblich der Erdapfel, hat seine Geschichte. In Europa ist diese Erdfrucht bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts unbekannt. Sie stammt aus Lateinamerika und trug dort den indianischen Namen Batata, später Patata. Unter diesem Namen Patata kannte man in Spanien zunächst die Süßkartoffel, la patate douce. Sie war durch die Conquistadores nach Spanien gekommen. Unsere normale Kartoffel wurde gegen Ende des 16. Jahrhunderts vom britischen Seefahrer und Eroberer Sir Walter Raleigh in England eingeführt und bekam dort ihren Namen Potato, auf Spanisch und Italienisch Patata, im familiären Französisch Patate. Gleichzeitig untersuchte der französische Botanist Charles de L'Écluse in der niederländischen Universität von Leiden als erster diese importierte Knollenfrucht und nannte sie Tartuffoli, nach dem italienischen Tartuffo für Trüffel. Tartuffoli bedeutet also kleine Trüffel. Wohl weil diese Kartoffel von L'Écluse recht klein und schwarz war. Den deutschen Gelehrten gefiel dieser etwas preziöse Name sofort und 1591 tauchte zum ersten Mal der seltsame Name Tartuffoli auf. In den folgenden Jahren sagte man Tartuffoli, dann Tartuffel bzw. Tartüffel und schließlich wurde daraus unsere gute Kartoffel. In Frankreich hielt sich der Name Kartoffel nur kurze Zeit. Um 1680 entschloss man sich für Trüffel rouge ou blanche, rote oder weiße Trüffel. Nur im Dialekt von Savoyen heißt die Kartoffel noch immer Tartiffel und ist die Basis der regionalen Spezialität La Tartiflette. Erst 1780 erscheint in Frankreich der heutige Name Pomme de terre, also Erdapfel. Warum wohl? Ja, wir wissen, dass Botaniker allen Pflanzen lateinische Namen geben. So wurden verschiedene Knollenfrüchte Mala terre genannt. Mala ist der Plural von Malum, also Apfel. Terra ist die Erde, also Mala terre, Äpfel der Erde. Erdäpfel, wie die Österreicher schon immer sagen. Und die Franzosen übersetzten Mala terre und tauften so die kleine Trüffel um zu Pomme de terre. Im Jahr 1968 taucht im französischen Fernsehen zum ersten Mal eine ganz kleine Sendung auf, die die Gemüter der Franzosen prägt und noch lange beschäftigen wird. 40 Jahre später erinnern sich einige Franzosen aus dem Carambolage-Team. Die Shaddox, das ist für mich die Stimme von Pieplu. Diese unglaubliche Stimme. Pieplu ist ein Organ, eine heisere, ganz besondere Stimme. Einige Shaddocks bildeten die Decke, andere Shaddocks dienten denen der Decke als Fußboden, andere Shaddocks waren die Wände. Und dazwischen organisierte sich das Leben an Bord. Ich fand das sehr lustig, wenn er sagte, das Tier hörte auf den hübschen Namen Gégène oder auf jeden anderen Namen. Aber man sollte es lieber nicht rufen. Ihre Lösung für jedes Problem war Pumpen. Deshalb sah man sie pumpen und pumpen. Die Shaddocks pumpten und pumpten. Was sie pumpen, weiß man nicht. Warum? Auch nicht. Aber sie pumpen. Ich weiß nicht mehr, was sie pumpen. Vielleicht gar nichts. Seit wann pumpen sie schon so? Das wussten sie selber nicht. Für mich war das die Geschichte eines Volks,
der Shaddocks, stets Sachen unternahmen, die total daneben gingen. Und das war komisch. Sie hatten große Pumpen für die großen Probleme und kleine Pumpen für die kleinen Probleme. Sie wohnten auf einem ungemütlichen Planeten und fielen ständig hin. Deshalb wollten sie auf einen anderen Planeten und dafür bauten sie eine Rakete. Um sie abzufeuern, pumpten sie. Und am Ende schafften sie es nicht bis zu dem besagten Planeten. Auf der einen Seite die Shaddocks, Sinnlosigkeit, Dummheit, Nutzlosigkeit. Auf der anderen Seite die Jibis, die mir positiver, sympathischer in Erinnerung sind. Die Jibis waren kleine, nette Tiere. Sie trugen einen Hut, um guten Tag sagen zu können. Und sie waren sehr, sehr intelligent. Die Jibis, damals war mir nicht klar, dass Großbritannien gemeint war, also die Engländer, während die doofen Franzosen die Shaddocks waren. Les Shaddocks essayaient toujours de faire des trucs qui tournaient à la catastrophe. Die Shaddocks verursachten Katastrophen, während den schlauen Jibis mit der Melone immer alles gelang. Ein Kreis mit einem Dreieck als Schnabel und vier dünne Glieder. Ein Schnabel, ein komisches Auge, drei Haare auf dem Kopf. Und die Füße. Eine Art Vogel. Sehr schlicht, sehr einfach. Ein schwarzer Strich auf weiß. Die Zeichnungen waren ziemlich revolutionär. Von Jacques Rouxel, glaube ich. Das war schwarz-weiß. Oder vielleicht in Farbe. Ich habe es 68 schwarz-weiß gesehen. Farbfernseher waren damals selten. Ich erinnere mich an die Geräusche. Es ging immer alles schief. Sie bauten was und dann... Alles ging kaputt. Das war auch toll. Die Shaddocks sprechen nicht. Sie machen Geräusche. Sie grummeln. Ich glaube, sie sagen gabusomeux. Irgend sowas. Gabusomeux. Komische Geräusche, Gegrummel, seltsames Zeug. Sprecht mir nach. Mesobuga. Gabusomeux. Ich erinnere mich an eine große Frustration. Weil dieser Moment der Verrücktheit und Freiheit so kurz war. Wenn es begann, wusste man, dass es in 2 Minuten vorbei sein würde. Sehr frustrierend. Das hat eine Saison gedauert, vielleicht länger. Das war ein Skandal damals. In Frankreich gab es 2 Lager. Die Pro-Shaddocks und die Anti-Shaddocks. Und die Grenze war radikal. Der Inhalt ist unwichtig. Es ist ein Ton. Eine Art zu zeichnen. Eine Art UFO, das da mitten im Fernsehen gelandet ist. Ein wunderbarer Moment. Frei. Freiheit. Freche Intelligenz. Aber je mehr sie pumpten, desto weniger kam heraus. Das beunruhigte Professor Shaddocko, zumal der Planet Shaddock sich wieder verformte und auseinanderzubrechen drohte. Und hier das Rätsel. Die folgende Einstellung dauert 30 Sekunden. Wo ist sie gedreht worden? In Deutschland oder in Frankreich? Und was ist das Indiz? Es gibt nämlich eins. Schauen Sie genau hin. Na? Was könnte es wohl sein? Haben Sie das Indiz entdeckt? Dann schnell auf unsere Internetseite www.arte.tv/carambolage. 10 Gewinner werden ausgelost und bekommen eine kleine Belohnung. Und hier nun die Lösung des Rätsels der letzten Woche. Nun, Sie sollten das Logo der Drogeriemarktkette Rossmann finden. Ein roter Zentaur, ein Pferdemensch,
also ein Rossmann. Diese deutschen Drogeriemärkte gibt es in Osteuropa und in der Türkei, nicht aber in Frankreich. Wir waren in Deutschland.